Evet Bir arkadaşlar, munisyon kaldığımız yerden kaybet. devam ediyoruz. Hadi bakalım. Sir, bereit für munisyon. Savaşın içindeyiz. Gerçekten hikaye bu sefer olmuş gibi duruyor. Yani Black Ops 3'te berbattı yani, böyle hayatımda bu kadar storiesi kötü olan bir oyun yani. Görmüşümdür ama yani Black Ops 3'ün de çok kötüydü ya, acayip kötüydü. Bitiremedim bile, o kadar kötüydü yani. Dur şunun arkasından gideyim de ben. Lan? Heh. Neredesin lan? Lan! Ölmedi mi lan o? Ya. Neyse. Silahla öldürüyorum onu. Battlefield'de zannettim bir an kendimi. Şimdi oradan yardıralım. Kimse görmeden. Şuradan çıkalım. Ben geldim. Şimdi şunu kullanalım. Bir saniye. Tamam. Abo, abo. Bomba atalım. Hadi bakalım, devam. Öleceğiz, öleceğiz. Dur. Canımızı dolduralım. Of of, acayip çok var, acayip çok. Alın lan. Çok kişi var ya, çok. Acayip çok. Şurada aşağı inelim o zaman. Lan kim vuruyor beni? Ne kadar medikit varsa hepsini kullandık ya. Abo. Tamam, süper. Medikit ver lan bana. Sağ ol kardeş. Buraya kadar gelmiş lan. Bizimkiler onları bombaladı yukarıda. Ha yok, tank mı gelmiş, ne? Aynen, tank gelmiş. Oo. Atilleri. Explosion!
Aa, bunlar böyle mi patlatıyorlarmış? Vay be. Pearson, ich brauche einen Bericht über die Verluste. Es gab zu viele. Aber wir haben den Strand eingenommen. Für einen verdammt hohen Preis. Aha. Ja, schirmst du dann? Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja. Sie hat ihn zusammengefleckt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Warum drum jetzt? Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Kopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kampf. Willkommen in der verdammten ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Na, Alman askerlerini yakalamışlar. Das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Ich, Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern, aber... Burada da aynı Battlefield 1'deki gibi savaşın ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Gerçekten. Ich bin genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staaten. Genug davon, okay. Was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sehen, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ich habe gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten. Aber oyunda hep kalitesi hep Amerikanlarla oynuyoruz yani. Bir kere de Almanlarla oynasak süper olur diye. Nicht übel, was? Bir kere de Almanların gözünde oynayak yani. Olmaz mı? Ich freue mich auch, Sir. Ama yok. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Operasyon Kobra. Yazık bu insanlara ya. Hey. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja. Das ist ein feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, ha? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. Ich bin in Ordnung, Private. Adam daha yeni yaralandı, savaşmak istiyor. Panzer unterwegs! Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Hadi. Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt.
Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Passerin-Pass. Hab meinen Freund verloren. Ja, mach ihm Artikel 15 und deine Degradierung. Dann musst du so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Die haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich hab wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du es. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Schalt futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiße auf Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hm? Wir hatten keine Chance. Adamlar savaşın ortasında böyle bir şaka alışıyor ya, acayip komik yani. Jetzt hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart, Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen, die Druckerpresse, Elektronenmikroskop, Frankfurter. Er macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher. Bleibt in Stuttgart. Aha. Geldi işte Almanlar. Hadi. Hadi gençler. Nereye gideceğiz? Alın lan. Arkadaşı vuruyoruz ya. Hadi. Önden çekil lan. Çin. Sesi de çok seviyorum ya. Kartuşta daha önce böyle bir şey var mıydı ya, böyle nişan alınca böyle yukarıya gidiyor böyle. Battlefield'de diye vardı diye biliyorum ama bunda da varmış. Yani daha yeni mi koydular yoksa önce kartuşta yerde var mıydı? Kurşun yediğim. Şuradaymış. Feind aktivität. Of. Buradan başlıyoruz ya. Canımızı durduralım. Hadi. Alın size bir bomba. Sık kafasına. Hmm.
Ade. Canımızı durduralım ikinci. Geliyorlar. Bir silah mı vardı ya? Sağ ol kardeş. Güzel. Şu yukarıda canımızı durduralım ikinci. Hadi be, hadi, vuramadım lan. Of. Ha? Of be. Ha? Şunu al. Aha gebereceğim, gebereceğim. Aa, medkit de kalmamış. Lan can ver bana. Kim veriyordu lan? Önde. Ölüyorum ya, gerçekten ölüyorum. Çıkarsam ölürüm. Çıkarsam ölürüm %100. Ver ver can ver can. Can ver. Bereit für Munition. Hier Private. Tamam. Şimdi nasıl yapıyorduk lan? Bunu da unuttum. Lan nasıl yapıyorduk? Lan nasıl unuturum ya? Daha yeni yapıyordum. Aa, arkadaşa şey yaptım diye. Ha doğru ya. Lan bunu yaptım ben, olmadı daha demin. Vallahi olmadı. Bastım. Olmadı. Neyse. Tam da verdi, her an lazım olabilir yani. Alın lan. Aman dikkat. Dur lan, hayır. Neyse. Gelin lan, tek tek gelin. Hoppala. Hoppala. Tamam. Nasıl çıkıyoruz lan? Tamam. Yana vuruyorum ya, dur. Ormanın içindeyiz. Şu yandan gideyim. Burada belki bir şey vardır.
Almanlar hep kaçıyor ya. Gelin lan kaçmayın. Nedense biz hep saldırıyoruz, Almanlar kaçıyor. Gelsinler, gelsinler. Ziel zerstört. Çok yavaş dönüyor bu ya. Geberin lan. İşte bu be. Başka. Hadi. İşte bu. Das waren alle. Gut gemacht, Daniel. Siz kimsiniz lan? Evet. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Parks. Ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir. Daniel, Jasmine. Sie kommen mit. Na los. Evet. Devam edelim bakalım. Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie. Panzerkiller. Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch. Eine von unseren. B-47. Verdammt. Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Burada bir şeyler var mı? Bakayım bir. Bazen gizli şeyler oluyor o yüzden. O yokmuş. Lan bunlar... Bunlara ne olmuş lan? Asmışlar resmen. Allah Allah. Hier rüber. Hier ist ein Aussichtspunkt. Feldstecher raus. Das sind Perez und die Jungs. Die fahren direkt in die Hölle. Ha, bizimkiler. Wir müssen die Packschützen ausschalten. Alle Mann, Feuer! Ich sehe zwei Packschützen. Nehmen Sie das Scharfschützengewehr, Daniel. Sniper ver sniper. Herhalde sniperle şey yapacağız bu sniper. İşte bu ya. Süper.
İşte bu. Dur, birisi vuruyor. Kim vuruyor lan beni? İnsan var, kimin vurduğunu göremiyorum. Ha, gördüm şimdi. Hadi. Sen kime vuruyorsun? Tamam, güzel. Arkadaşlara yardım edelim arkadan. Tamam. Hepsini öldürdük. Bu da farklı bir sniper herhalde. Gerçi iki tane sniper olmaz değil mi ya? Ya bu sniper daha iyi gibi duruyor ama. Bunu da oynamak istiyorum, o yüzden. Bilemedim şimdi. Neyse, bunu da çok oynamıştım zaten. Beta'da oynadım o yüzden. Nerede lan pistolüm? Lan tabancam nerede? Tabancam nereye gitti? Lan tabancam nereye gitti? Aha. Dur. Tamam. Evet. 1903 M1903 şeyi bıraktım. Çünkü bununla oynamak istiyorum biraz da, çünkü beta'da oynamıştım bayağı zaten. Burada da daha demin oynadım. Bu ne? Canmış, tamam. Şurada gezelim de biraz, belki bir şey buluruz. Bunu alalım şey, tabanca yerine, daha iyi. Burada mühimmat biraz dolduralım. Tamam. Şurada bakalım biraz, bazen gizli şeyler oluyor. Bak burada. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Tamam. Tamam, o zaman devam edelim. İşte bu ahbap. Başka. Tek tek gelin. Gel gel gel. İşte bu. Headshot. Bir saniye. Tamam. Lan kim vuruyor beni? Kim vuruyor lan beni? Kim vuruyor beni? Birisi vardı sanki. Allah Allah. Kim vurduğunu göremiyorum ki ya. Bende de hata var, daha demin tankın arkasında durmadım, mal gibi arkada durdum. Kolet! Yok.
da öldü. Elimize bunu alalım da şimdi ne olur ne olmaz. Arkadaşı kurtardık. Ölüyor mu lan? İyi misin kardeşim? Aha. Tamam, bir tane daha bir şey bulduk. Götünden vurdum, ölmedi. Mach, yok, yola devam. Abu, abu. Pozisyona gidelim. Lan önümüzde, önümüzde. Oha ölmedi lan. Allah! Şansın yoktu dostum. Ölmedin değil mi lan? Neredesiniz lan? Headshot. Bunu göremiyorum. Headshot. Başka? Tamam. Ölmedi. Bunlara vuramıyorum ya. Bunları göremiyorum da o yüzden. Ne diyor? Tamam. Bunu ateş etsek bu olmaz ki. Ha, tamam. Anladım. Şunları ateş edeceğiz. Dur lan. Lan nasıl vuramıyorum? Atın. Dur lan, mal gibi atladım. Allah Allah Allah.
Adam gözümün önünde ya. Ana adam elini kaldırdı diye yazık, acıdım şimdi adamı. Neyse. Bence ölmek esir alınmaktan iyidir bence. Şuralara bakayım da belki bir şey buluruz. Bir saniye. Buralarda bir şeyler olabiliyor. Toplamak için. De burada yok herhalde. Tamam o zaman devam edelim. Dur yanlış yoldan gittim. Tamam geldim geldim. Geldim gençler. Lieutenant. Still, Offizier anwesend. Okay, zuhören. Charlie Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. Ja, Sir. Scheiße. Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der 11. nach Westen. Verdammt nochmal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los! Oh, wir sind seriös. Vay be. Wo geht's nach Marigny? Folge dieser Straße, es ist das übernächste Dorf. Kalitesi de araba sürmek, yani bu da değişik bir şey. Battlefield'de gibi hissediyormuş ben kendimi, bak vallahi billahi. Aman dikkat hocam. Aman dikkat. Al lan. Tank vardı lan. Aha. Bu benim hatam mıydı yoksa benim hatammış. İyi de adam, araba kendisi döndü, ben ne yapayım şimdi ya? Wo geht's nach Marigny? Yürü yürü yürü. Yalnız araba kontrolü o kadar iyi olmamış ya. Etmesi biraz zor. Şimdi de
ist dicht! Alın lan. Danke Sie, Captain Davis. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Denn jetzt, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sussmans Seite stehe. Evet, bu da bitti. Evet o zaman arkadaşlar bugün de bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde işte bu üçüncü yeri oynayacağız. İki tane bölümü bitirdik. Bir sonraki bölümde üçüncü bölümü oynayacağız arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.